Hi Leute und willkommen zurück zu Elden Ring in Haus Vulkan. Hier möchte ich mich jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen weiter umsehen. Sie hat uns auf jeden Fall in dieses Gesellschaftszimmer geschickt, wo wir auch schon hingegangen sind die ersten Male, wo wir uns auch schon übelst wieder mit irgendeinem Typen da angelegt haben, der uns auch ein, zweimal auseinandergenommen hat. Aber ich wollte mich jetzt auch noch mal ein bisschen auf den anderen Gängen hier umgucken. So, hier ist die eigentliche Eingangshalle, ja. Auch hier ist es schon wieder relativ dunkel stellenweise. Schon wieder Zeit, die Lampe anzumachen. Ich frage mich, wann die immer ausgeht. Wahrscheinlich beim Schnellreisen, oder? Und beim Sterben halt. Ist auf jeden Fall ein gediegenes Anwesen. So, hier ist der Eingang, der eigentliche. Hier hockt Patches rum. Wollte eigentlich mal gucken, was verkauft er eigentlich so? Verkauft er eigentlich Pfeile oder sowas? Ja, aber auch nur die normalen, ne? Großpfeile. Eigentlich auch nur Großpfeile. So, hier sitzt die Alde. Dann gehen wir jetzt auch mal gucken, wo uns die Treppe nach oben so hinbringt. In einen riesigen Speisesaal. Hoppla. Den wir auch mal komplett zerstören können. Oh, ich wollte gerade sagen, es tut mir leid um eure Einrichtung. Okay, nicht getroffen. Okay, er trifft hart. Relativ zumindest, aber wir auch. Okay, 5 Schläge oder so und er ist hinüber, wenn er sich nicht heilt. Oh, was hat er denn für eine coole Waffe? Die will ich auch haben. Gibt er uns die, wenn er tot ist? Und dann wird das hoffentlich gleich passieren. Okay. Er war ja mal mega lame. Gisas Rat. Inquisitor Gisa ist tot. Ja, schön, dass er tot ist. Gisas Rat. Was ist das denn für ein cooles Teil? Wo finden wir das? Hä? Bin ich blind? Das hatte doch ein relativ... Ach. Nee, Rosus Axt. War das eine Axt? Es hatte doch ein relativ... Ach da. Eine gigantische Waffe ist das. Eine gigantische Waffe, für die man 18 Geschick braucht. Hier, für die braucht man nur 35 Stärke. Ich wollte eh irgendwann eh nochmal so eine Blutverlustwaffe ausprobieren, ne? Es gibt auch noch ein anderes Großschwert, was ich ganz nice fand, aber Waffen mit Blutverlust skalieren auf jeden Fall auch mit Geschick. Das heißt, da müsste ich auf jeden Fall einmal für umspecken und wahrscheinlich auch ein paar Punkte in Geschick verteilen, beziehungsweise Geschick und Stärke gleichmäßig leveln für den optimalen Schadensoutput. Aber wenn ich mal irgendwann Stärke 35 erreicht habe, was gar nicht mehr so weit weg ist, könnte ich zumindest mal hier diese Großkeule mal anlegen und mal das Moveset ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass gigantische Waffen auch relativ träge in ihren Bewegungsabläufen sind. Miedestein 6. Und ja, wenn mir das zu träge ist, ich meine hier, unser Großschwert ist ja auch schon nicht das allerschnellste. Aber ich glaube, wenn die Waffe noch langsamer wäre, damit würde ich dann irgendwann auch nicht mehr klarkommen. Ah, wie cool sieht's hier aus, ey. Hat schon ein bisschen was von Resident Evil 8 auch. Von dem Schloss. Super gediegen. Super cool. Wie viele Schmiedesteine Stufe 6 haben wir? Einen leider erst. Okay, wenn wir noch einen zweiten finden, könnten wir unsere Waffe noch einen höher kriegen. Aber... Upsa, wollte ich so tief? Und dann geht es hier anscheinend auch nirgendwo weiter. Bis auf dieser Gang hier. Hier ging es halt noch weiter. Bis nach draußen quasi. Ah,
Ach so, hier mit dem Schlüssel zum Zeichenraum hier kann man alle Türen hier öffnen in diesem Gang, oder was? Hier kann ich auch schon wieder nicht, nicht mein Schwert benutzen. Na gut, dann schauen wir uns diesen Gang und seine Türen auch noch an. Die Tür ist blockiert. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich auch erinnern, dass wir die ein oder andere Tür hier nicht öffnen konnten. Aber auch die hier geht mit dem Schlüssel zum Zeichenraum auf. Jetzt zerstören wir hier die Gemächer und was weiß ich nicht alles. Von wem auch immer. Hallo. Die kennen wir doch, oder? Achso, das ist doch die, die uns hergeportet hat, oder? At the Volcano Manor, under Lady Tanith's guidance, may you tread the path of valor. Ja, probieren wir es. So, okay, hier stehen auch noch einige rum. You. What in heaven's name are you doing here? Ja, das gleiche konnte ich dich auch fragen. Who spit at grace and hunt our own kind. I hope you understand the weight of my words. Ja, eigentlich jagen wir uns selbst. Well, as long as you understand what you're saying. I thought you were tarnished, bred by virtue. Perhaps playing that part led you to your doubts, I wonder. But know that the path you walk is blasphemy and leads only to a miserable death. Before you consider hunting any of your own kind, think on that. Ja, ich fürchte, ich habe keine Wahl mehr, ne? Ich habe die bei der Hausherrin quasi schon unbewusst getroffen. Und das ist doch der Typ, dessen Dienerin umgemoscht wurde und der sich hier im Prinzip rächen will. Ich glaube, ich hätte das doch ablehnen sollen, das Angebot der Dame da vorne. Well, nice to see you again. So you've been invited as well, I see. Then we're comrades in arms henceforth. You watch my back. And I'll watch yours. Wenn ich das noch kann, ich weiß es nicht. I can tell. You're wondering about Lanya. Well, you see, after much internal debate, I've come to realize, revenge is not the answer. According to Lady Tanith, I've got the stuff of champions. Okay, sie hat ihm also auch quasi einer Gehirnwäsche unterzogen oder was? It hit me like a bolt from the blue. That my former thoughts were simple naivety. Of course my heart weeps for Lanya. That unfortunate incident was a cruel twist of fate indeed. But succumbing to the pain and sadness caused won't make me a champion, will it? Lanya knows this, I'm certain. Genau, deswegen schließen wir uns ihren Mördern an, kein Problem. Such is true of any road trod by champions. I always resented these hands. Their pale complexion, a far cry from any warriors. The shame of House Hoslow, but that won't be the case for long. Ist die Villa Vulcani Haus Hessel Hoslow oder wovon redet er da immer? Path of champions. The tale of House Hoslow is told in blood, after all. Ja, das hat er uns auch schon diverse Male gesagt. The pale complexion, that won't be the case. They'll be dark. Ja, okay. Ja gut, dann nehmen wir uns auch mal, was hier vorne liegt. Brief des Hauses Vulkan. Und ein Rekusantenfinger. Haben wir schon mal einen Rekusantenfinger bekommen? Wir haben schon so einiges an Fingern und Händen und so bekommen, aber einen Rekusantenfinger? Nee, versucht eine Invasion der Welt anderer Spieler. Aber ist eigentlich das gleiche wie ein blutiger Finger. Und irgendeine Notiz. Ey, boah, wir haben so viele Notizen und Briefe mittlerweile. Ein Brief von Rhea zum Dank, dass ihr ihre Kette gefunden habt. Enthält eine Einladung nach Haus Vulkan. Tapferer Befleckter sucht das Altus-Plateau im Reich des Erdenbaums. Erweist euch als würdig und erreicht das Ziel. Wird Haus Vulkan seine Arme für euch öffnen, auf dass ihr an der Seite einer Familie der Tapferen kämpft. Ja, ich bin mal gespannt, ob meine Entscheidung hier noch irgendeine Auswirkung hat. Das müsste die zweite Tür gewesen sein. Ja, und dann geht's ja auch nirgendwo mehr weiter, ne? Dann ist es tatsächlich der einzige Weg gewesen hier unten durch. Wir könnten
uns eigentlich dahin beamen. Wir können uns aber auch nochmal risikoreich mit dem einen Typen hier anlegen. Und die Schnecken-EP hier mitnehmen. Schlangenpfeil. Ach so, wir können auch mal hierher gehen. Hier sind wir auch noch nie gewesen. Ja, komm, dann gehen wir jetzt mal hierher. Ja, da oben hängt eine Schnecke an der Decke. Hier hängen auch noch mehr Schnecken an der Decke. Doppelköpfige Schnecken quasi. Oder zwei Schnecken von mir aus auch. Komm, hört auf, mich hier anzurotzen. Ohne Witz. Ich habe wenig Bock auf irgendeine Vergiftung oder sowas. Wenn es irgendwie geht. So, einige Schnecken erledigt. Und ich denke, dass dieser Gang eigentlich nur für diesen Loot hier hinten existiert. Und hier ansonsten Sackgasse sein wird. Obwohl, ne? Handbuch des nomadischen Kriegers 21. Und hier ist eine magische Wand oder eine Illusionswand. Auch schon wieder Asche des wahnsinnigen Parfümeurs Kaman. Die Tür hier können wir leider nicht aufmachen. Ja, ist auch schon wieder irgendwie ein sehr magiebehaftetes Haus, ne? Also auch hier wird man wahrscheinlich wieder jede Menge Spells und sonst was finden. Naja, hier geht's nicht weiter. Gut, dann legen wir uns mal wieder mit diesem Typen hier an. Waren hier nicht zwei drin? Oder hatte ich mich nur versucht, bei ihm anzuschleichen letzte Mal, ne? Was nicht so ganz geklappt hat. Dann donnern wir ihm jetzt immerhin einen aufgeladenen Schlag rein. Und natürlich ist er so schnell unterwegs. Okay, aber das war sehr entspannt gewesen. Ich glaube, auch hier merkt man, dass wir mittlerweile durch die Waffen-Level-Ups und durch die Stärke mehr Schaden machen. Ich glaube, letztes Mal musste ich ihm deutlich mehr Treffer verpassen. Weil auch seit wir hier gewesen sind, ja, haben wir, glaube ich, die Waffe noch zwei, drei Mal geupgradet und sind zwei, drei Mal gelevelt. Genau, so, jetzt sind wir wieder hier an diesem Ort der Gnade. Sollen wir nochmal rasten? Haben wir eine Heilung mehr? Zurück wollen wir jetzt gerade eh nicht mehr. Habe ich noch irgendwas Spannendes eingesammelt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nicht genug goldene Saat. Nicht genug heilige Tränen. Stufenaufschub geht auch noch nicht. 10.000 haben wir. Ja, dann willkommen im Innenhof von Haus Vulkan. Ich weiß nicht, wo wir hinwollen. Wollen wir erstmal in die Richtung runtergehen? Mal dieses Ende hier erforschen? Hier sind auf jeden Fall auch 1.000... Dächer und so. Interessantes Viech. Was machst du denn hier für Gummiverrenkungen? Ich hab auch gerade schon wieder irgendwo klingeln gehört. Auf jeden Fall laufen hier einige von diesen Gummiverrenkungsviechern rum. Ja, klar. Es war irgendwie klar, ne, dass die nicht reine normale Kämpfer hier sind. So, bevor wir uns hier voll der Vergiftung hingeben. Okay, man muss also ein bisschen aufpassen, dass sie einen nicht direkt zerfleischen und vergiften dabei. Will ich schon hier runter? Kommt man da wieder rauf? Im Zweifelsfall, indem man sich zurückportet. Aber ich denke doch, ich will erstmal hier rüber, oder? Tschüss. Das ist so typisch From Software, ne? Dass man in jedem Dungeon auch eine riesige Tour, eine riesige verwirrende Tour über die Dächer machen kann. Aber war hier nicht gerade noch so ein Gummimensch irgendwo gewesen?
Was ist hier? Ist da unten Boden? Ja, da steht auch ein Gegner. Ich weiß aber nicht, wie hoch der Boden wirklich ist. Sieht für mich alles so hoch aus hier. Oh, wo kommt denn das Gift her? Oh Gott, ey. Irgendwer wirft hier Giftpötte auf mich. Ich kann mir schon ungefähr denken, wer das ist. Weil das Gute ist. Wir haben jetzt Pfeile. Oder zumindest einen einigermaßen... Oh. Einigermaßen geskillten Bogen. Das macht auch schon viel aus. Ich meine, bin ich ja nicht der klassische Fernkämpfer, ne? Aber... Wir können Leute zumindest abschießen. Naja, gut. Deswegen bin ich nicht der Fernkämpfer in diesem Spiel. Weil zumindest Lock-on-Aiming funktioniert gar nicht. Wenn, muss man auch, glaube ich, eher manuell zielen und ein bisschen vorab zielen und so. So, er ist runtergesprungen. Achso, hier wäre man wahrscheinlich raufgekommen. So, einer weniger auf dem Dach. Da unten ist dieses Ding, was die ganze Zeit klingelt. Das will ich mir, glaube ich, mal zuerst holen. Dann haben wir das schon mal geschafft. Zur Not muss ich mich wieder zurückbeamen. Goldene Rune 9. So, wo genau ist es? Da. So, wir haben es. Das nervt mich ja immer so ein bisschen, ne? Wenn hier irgendwas Klingelndes rumliegt. Boah, ey. Ernsthaft. Wer? Überall auf den Dächern. Jetzt weiß ich auch, warum man hier erst auf die Dächer konnte, ja? Damit man die schon mal los wird. Jetzt habe ich eigentlich wenig Lust drauf, da herzulaufen, wo ich die ganze Zeit mit irgendwelchen Giftpötten malträtiert werde. Jetzt bin ich hier irgendwo und weiß eigentlich nicht wo. Schon irgendwo im hinteren Ende auf jeden Fall. Dann fangen wir jetzt da mal mit unserer Erkundung an. Irgendwann muss ich auf jeden Fall nochmal auf die Dächer. Hier ist eine Nebelwand. Ja, komm. Stecken wir direkt rein. Wie viel? Einer hat gereicht. Ist durchbrochen. Klar, ist hier auch nochmal sowas drin. Nein. Können wir mal treffen. Oh, ich hätte die Hoffnung gehabt, dass der irgendwann mal staggert. Bis jetzt aber nicht. Oh. Gleich blute ich. Ja, mach du mal. Okay, das hängt... Boah, das hält gerade deutlich länger an, als ich gedacht hätte. Okay, wir haben ihn eigentlich so gut wie. So, und jetzt wegschreddern. Und dann haben wir ihn auch. Puh. Ja, dann hoffe ich mal wenigstens, dass es hier irgendwas Spannendes drin gibt. Irgendwas macht hier Geräusche, aber es kann natürlich auch von oben kommen. Oder woher kommt's? Ja, von hier oben. Och komm, ey, lasst doch mal eure Giftseuche weg. Wirklich. Die braucht kein Mensch, ja? So, wer ist hier der Giftpottwerfer? Du musst zuerst weg, mein Freund. Ach so, wir haben mehrere davon. Ja, jetzt bin ich vergiftet. Großartig. So. Ach so, okay. Die machen alle hier Giftzeugs. So, ich merke schon. Hier im Haus Vulkan brauche ich im Zweifelsfall auch mal Zutaten, um mir Entgiftungsbody herzustellen.
Okay, normalerweise ist doch hinter so einem Nebel, wenn immer irgendwas Bonusartiges drin, ja? Bonus-Loot oder sonst was. Na gut, da ist auch noch was Lilanes. Ich wollte gerade sagen, das hier sieht ja bis jetzt relativ mau aus. Purpurn-Bernstein-Medaillon plus 1. Was war das? Ein Talisman? Es war irgendwas. Ach so, da ist er. Erhöht die maximalen LP deutlich. Ja, knappe 75. Sind 2-3 Level. Ne, das lohnt sich irgendwie nicht so. Aber immerhin, wir haben den Loot bekommen. Wahrscheinlich das normale Medaillon, was nicht plus 1 ist oder so, erhöht die Anzahl der Leben um 70 und das plus 1 um 75. Irgendwie so wäre meine Vermutung. Nee, diesmal nicht mit mir, mein Freund. So einfach kann's gehen. Vulkanstein. Okay, den haben wir bisher auch noch nicht gefunden. Hier würde es auch nochmal weitergehen. Da geht es auch nochmal auf die Dächer. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Interessant. Jetzt sind wir aber hier auf dem untersten Zipfel auf jeden Fall. Hier geht es auch nochmal rüber. Blutgerinnsel eines Albinaurik. Ich vermute mal, wir wollen irgendwann da rein. Das wird zumindest die Abkürzung sein. Ich vermute mal, wir müssen jetzt irgendwie jetzt einen anderen Eingang da reinfinden. Und dann werden wir irgendwann zur Vordertür wieder rauskommen können. Hier hätten wir auch schon einen Eingang. Hier geht's auch nochmal weiter. Also das ist wieder richtig cool gemacht, ne? Schloss Sturmschleier fand ich richtig, richtig cool. War genau meins irgendwie vom Setting, vom Aufbau irgendwie faszinierend. Naja, die Akademie war so, geht so. Machen wir erstmal die Tür auf. War okay, sage ich mal, ja. Fand ich jetzt auch nicht ganz so verwirrend von der Architektur und ganz so verwinkelt. So, die fallen hier von der Decke und können sich nicht bewegen, weil sie hier quasi festgekettet und gefoltert wurden. Aber hier dieses Lavahaus ist schon wieder ordentlich verwinkelt. Und relativ geil gemacht, ja, mit dem gediegenen Haupthaus hier, mit Folterkellern und keine Ahnung was alles. Ah, okay, ich glaube, man sollte nicht drunter stehen, wenn sie runterfallen. Ich glaube, das ist die einzige Gefahr. Ansonsten kann man ja den Druck auf den rechten Stick immer ganz gut nutzen, um zu checken, ob hier noch irgendwelche Gegner drin sind. Da ist zum Beispiel einer, den ich noch nicht gesehen habe. Hier ist noch einer. So, wo war jetzt der Haupteingang? Hier war der Haupteingang. Da sind wir reingekommen. Hier sind irgendwelche wispernden weiblichen Stimmen, oder? Ich vernehme hier irgendeine Art Flüstern oder irgendwelche Geräusche. So, oder sowas. Ja, hat wohl auch nicht ganz geklappt, mein Freund. Tut mir leid. Hier kriegen wir auf jeden Fall auch schnell Erfahrung zusammen. Sind auch schon wieder bei 23.000. Müssen wir drauf achten. Aber hier ist das Geräusch wieder. Wie viel so ein einzelner Gegner hier gibt. Hier wimmert jemand. Bist du das? Vielleicht sind das auch generell Gegner, die hier einfach rumwimmern. Wimmern war, glaube ich, auch das Wort, was ich vorhin mal gesucht habe. Boah, hier sieht es ja insgesamt schon verdammt nach Boss-Ecke aus, oder? Meine ich das nur? ...380 bringt so ein Billo-Mob hier. Ja, und wenn er 380 bringt, kann er mich bestimmt mit einem so einem Biss auch töten. Okay, das ist die Gefahr, ja, dass er einen erwischt. Ansonsten können die ja wirklich nicht so viel. Wenn man so einmal hat, dann gehen sie auch echt schnell drauf. Aber mega gefährlich, wenn sie einen dann doch mal erwischen. Ja, jetzt hätte ich fast schon gerne wieder mal einen Ort der Gnade, wo ich meine Erfahrung ausgeben kann. 25.000.
Also, da sieht man schon, ne? Es gibt hier, es sind hochlevelige Gebiete. Es gibt relativ einfache Passagen, wo auch so Billo-Mobs schon viel Erfahrung geben. Okay, ich dachte, er geht von einem schweren Schlag drauf, tat er aber nicht. Wir sind hier mitten im Folterkeller gelandet. Es ist auf jeden Fall mal wieder die Mega-Aussicht und Kulisse hier. Ich traue mich kaum, Türen aufzumachen, ja, weil ich eigentlich hinter jeder nächsten Tür hier schon wieder den ersten Bossfight erwarte. So, hier kommen wir, glaube ich, auch noch einmal außen rum. Und dem Typen jetzt hoffentlich in den Rücken staggern. Bin mir aber nicht so sicher. Vor allem nicht, wenn er sich genau in dem Moment umdreht. Schwertlänge unterschätzt. Boah. Gut, dass wir einmal diesen Biss da entkommen sind. So, Special Loot. Sprenggroßbolzen. Ja, sowas ist natürlich geil für Fernkämpfer. Sprengbolzen. Super nice. Und wie cool das hier einfach alles aussieht. Okay, da liegt auch nochmal ein Loot an so einer Außentreppe. Das müssen wir uns noch merken, wenn wir wieder hier im Schloss unterwegs sind mehr. Aber hier müssen wir erstmal die ganzen Dächer freiräumen. Hier war jetzt nichts, habe ich geguckt, ne, wo man runterspringen kann. Das sind ja Sachen, die man dann im Schloss Sturmschleier dann doch gelernt hat. Ne? Ich bin mir nicht sicher, wie wir auf dieser Lava da landen können und wollen. Dann gucken wir lieber nochmal von hier runter. Ob es überhaupt so aussieht. Könnte auch der Sprung in den Tod sein. Ne? Ich bin mir echt nicht sicher, ob man da hin soll und darf. Da ist die Frage, ne? Was ist jetzt riskier quasi, risikoreicher? Ja, das sieht nicht so aus. Einmal hier runter zu springen oder diese Tür da aufzumachen. Wir haben zwei Heilungen. Das ist kein Bossfight, Gott sei Dank. Da ist eine Leiter, da kommt man dann zumindest auch mal sicher runter. Boah, man kann echt noch da unten hin. Kann man da stehen wirklich? Oder kriegen wir da permanent Schaden? Ne, hier ist erstmal okay. Ach ja, genau. Ja, ich erinnere mich dran. Auch das erweckt üble Erinnerungen an Demon's Souls. War es, glaube ich, mit diesen Kack-Lava-Schnecken und so eine Scheiße. Okay, immerhin sterben sie schnell. Ja, okay, es reicht ein einfacher Schlag. Aber in Demon's Souls gab es auch irgendwie so eine Passage, wo unten so ein Lavafluss war und was einfach zum Kotzen war. Weil auch relativ viel Loot einfach mal mitten in der Lava drin lag. Oh, no. Warum kriege ich denn den direkt vor meinen Füßen nicht anvisiert? Aber das finde ich schon wieder irgendwie krass, ne? Dass man guckt von oben runter, eine riesige Gebäudelandschaft, man sieht unten einen reißenden Lavastrom herfließen, wo man eigentlich auch denkt, boah, sieht geil aus, aber der Lavastrom da unten, der ist auf jeden Fall nur Kulisse. Und jetzt sind wir doch hier drin im Lavastrom, ja? Und jetzt denke ich doch, dass man da hinten runterspringen kann. Also zumindest wenn wir die Dächer ignorieren, war der Weg jetzt hierhin auch nicht so schwierig. Ich glaube, man kommt relativ schnell wieder hier hin, wenn man nicht zwischendurch dann dumm drauf geht oder so. Deswegen würde ich jetzt doch mal nochmal den Sprung hier rechts vom Balkon wagen. Wo war es gewesen? Hier. Hier war auf jeden Fall auch Lava, wo man landen konnte. So, da unten sind wir gerade gewesen. Genau, da hat es aufgehört. Und hier ist prinzipiell wieder was, wo man auf der Lava stehen könnte, kann. Hier kann man jetzt sehen, wie der mal komplett da runter geht. Aber ich vermute mal, hier ist
wirklich Levelende oder kann man dieses Lavabecken da unten auch noch irgendwie erreichen? Einfach gigantisch. Aber das hier macht mir schon wieder so ein bisschen Angst. Vor allem, wie kommen wir hier wieder raus, wenn wir dann doch einmal alles gefunden haben, was wir gesucht haben? Jetzt sind wir hier runtergesprungen und hier ist überhaupt nichts. Ey, grandios. Hat sich richtig gelohnt. Stattdessen kommen wir uns jetzt wahrscheinlich gleich einmal durch die Lava rollen und drauf gehen, um von hier wieder wegzukommen. Keine Leiter, gar nichts hier. Toll, From Software. Warum lasst ihr uns dann hier hinkommen? Ja, wir waren noch nicht in der Lava. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden wir da nehmen. Oh, es geht sogar noch. Ich hätte mit deutlich mehr gerechnet, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie einen so langsam macht. So, irgendwo mal so ein Ort der Gnade hier wäre nett. Gibt es den hier unten wohl irgendwo? Euer sichere Trockenleber, dankeschön. Also ich finde, irgendwo hier unten zentral könnte es auch nochmal einen Ort der Gnade geben. Ey, hier sind so viele Gegner. Wenn man angegriffen wird und irgendwas anvisiert, man erwischt eigentlich immer das Falsche. Oh Gott. Die Musik lässt auch nichts Gutes ahnen. Oh Gott. Tot ist die Schnecke. Ah, ich glaube, diese Heilflasche war irgendwie verschwendet gewesen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen können. Oh, wow. Jetzt brauche ich sie dringend. So, letzte Heilung wäre das hier. Wer schmeißt denn hier schon wieder irgendeine Scheiße auf mich? Oder irgendwelche Typen von irgendwelchen Dächern. Oh no. Es sind immer noch zwei Schneggis. Eigentlich will ich mich nur noch umgucken, ob ich hier irgendwo schnell einen Ort der Gnade finde. Weil ich finde, hier könnte irgendwo einer sein. Wir sind so weit gelaufen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich mich jetzt hier irgendwie rumtreibe. Dass ich es von irgendwelchen Ecken noch abbekomme. So, das war die letzte Heilung, die wir soweit haben. So, damit hätten wir auch schon mal diesen Dachloot hier. Schmiedestein 6. Mal 2 direkt. Okay, wir können unsere Waffe wieder upgraden. Wer hat mich denn hier noch beworfen? War er der Einzige? Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Nee, irgendwer schmeißt hier immer noch Sachen runter. Oder meine ich das nur? Goldene Rune 9. Er da hinten schmeißt, glaube ich, Sachen, oder? So, weg mit dir, du Schmock. Grabpfeilchen und irgendwas. Ja, ja, ja. Ich würde mich hier gern nochmal genauer umgucken. Ich könnte mich ja sogar irgendwo hinporten, aber ich will natürlich irgendeinen permanenten Progress erreichen. Sei es ein Ort der Gnade oder irgendeine Abkürzung oder sowas. Boah, er hat Reichweite, ja? Unfassbar. Ich wusste das, dass er auch gut Schaden macht. Nein, ich muss hier weg. Ich habe geahnt, dass sowas passieren würde.
Was für ein Kackviech, auch noch so eine Kackschlange oder sowas. Wurde es nicht von irgendeiner Schlange berichtet? Ist der das schon? Nee, die Schlange muss ein richtiger Boss sein oder sowas, ne? Boah, wir haben da ganz unten, da sind wir gestorben. Ist eigentlich gar nicht so weit von hier, ne? Wir gucken eigentlich auch genau in die Richtung. Ja, wir sehen es von hier aus sogar. Aber auch das sieht nicht wirklich nach einer Abkürzung aus. Ja, ich glaube, wir müssen schon nochmal die Runde drehen durch dieses Haus und da unten hin. Bringt nichts. Ich werde beim nächsten Mal versuchen, meine Runen wiederzukriegen. Und dann hoffe ich auch, dass wir da unten weiterkommen. Ich werde natürlich mal versuchen, möglichst schnell dahin zu kommen, hier möglichst viel zu ignorieren. Aber die Runen hätte ich auf jeden Fall gerne wieder. Ja, und dann müssen wir gucken, wo wir da unten noch so hinkommen, was das für einen Sinn gibt, dass wir, oder für einen Sinn ergibt, dass wir uns da unten rumschleichen. Und ich frage mich, genau, das ist alles dieses Gebiet. Kommt man hier oben auch überall hin? Oder sind wir da schon durch? Dann wäre es in der Tat noch einigermaßen übersichtlich. Aber den ganzen Straßenbereich hier haben wir noch nicht so richtig erforscht. Und da oben hängt auch noch eine Leiche rum. Naja. Leute, ja, es geht hier auf jeden Fall irgendwo noch weiter. Ich würde sagen, Haus Vulkan schauen wir uns beim nächsten Mal zusammen weiter an. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage dir erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.